Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserem ersten Kochwettbewerb des Landkreises hier in der Landwirtschaftsschule in der Lehrküche ganz herzlich begrüßen. Ja, begrüßen möchte ich natürlich auch unseren Stargast, unseren Herrn Wolfgang Link. Sie bringen hier Ihr Fachwissen ein und lassen uns an Ihren Kochkünsten teilhaben. Freue mich schon drauf. Sie haben auch den Warenkorb zusammengestellt aus regionalen Produkten, aus dem die drei Teams sich natürlich entsprechend bedienen können. Ja, jetzt lassen wir uns einfach einmal verzaubern, was Sie aus dem Warenkorb, der bunt gemischt wird, verzaubert. Und ich gehe davon aus, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und so darf ich Ihnen jetzt viel Erfolg wünschen. Ein Wettbewerb lebt ja von einer Bewertung. Und am Ende wird es so sein, dass Sie ankreuzen können, wie Sie eben das bewerten. Ich habe dann jetzt mir so eine tolle Glocke geben lassen. Dann klingel ich und wenn er die einmal hört, dann geht's los und wenn er sie wieder hört, dann ist es vorbei. Jeder geht hier rum und darf sich einen Aperitif aussuchen. Dann würde ich sagen, wir stoßen gemeinsam an. Forellen Ceviche. Ceviche ist ein südamerikanisches Gericht, wo die Forelle mit Zitronensaft praktisch gegart wird. Heimische Forelle? Das ist natürlich eine heimische Forelle. Was soll es sonst her sein? Faszinierend, wie man sieht, dass das alles so locker, leicht, flockig bei denen funktioniert. Das ist jetzt eine Lammscheibe. Das ist eine Lammkeulenscheibe, die ist sehr schön geschnitten. Ja, das ist aus Oberndorf richtig schön, läuft bestens. Bloß der Herd hat nicht so gemacht wie ich mache, aber sonst kommt er klar. Vielleicht ist das sieht das schon gut aus, oder? Vielleicht ist es ein männlicher Herd. Da kommt er erst recht mit dem klar. Eine wunderbare Schokomousse mit ein bisschen Espresso und Zitrone drin. Oh, du musst ja mal Gas geben. Du musst rühren. Braucht man Dampf? Ja. Jetzt wird's krümelig. Ja, und wenn es länger rührst, dann wird es irgendwann nach Butter. Aber so schaut es echt schon gut aus. Wenn dann die Sahne noch drunter kommt, dann wird es lecker. Ich darf gar nicht sagen, wer das Rezept erfunden hat. Ist das von mir? Alexander Herrmann. Ah, ja gut, aber es ist ja Franke, ne? Absolut richtig. Also regional, ne? Es ist einfach so vielschichtig und so tolle Produkte, die hier in der Eigenvermarktung verkauft werden, hergestellt werden. Und das finde ich wirklich ganz besonders hier in der Region. Wird ein Schokoküchlein mit flüssigen Kern. Oh. Und ich habe jetzt den Teig gemacht. Jetzt muss es da rein und also kühl gestellt werden. Und dann muss es nur ganz kurz bei hohen Temperaturen in den Ofen. Aber das schaut schon alles sehr routiniert aus bei euch, das sehe ich schon. Ja? Ja. Da sind etliche Trainingsläufe schon hinter uns gebracht. Naja, das stimmt so nicht. Das ist einfach die Lebenserfahrung, die man sowieso Gott sei Dank hat. Weil für so viele Trainingsläufe hat man leider keine Zeit. Ah ja, schade. Ne? Das ist das Problem, aber das hätten wir schon noch ein paar Mal machen können. Ne? Ich sehe das Eis. Ja. Schokolade? Ja. Was ist noch alles drin? Naja, klassisch halt. Ei. Sahne. Sahne, Milch. Die Birnen werden ja noch karamellisiert und da kommt ja Nusskrokant noch drauf. Mm. Und in das Joghurt kommt ja so eine indische Gewürzmischung. Von daher, wenn da jetzt auch noch was ist, wäre ja Konkurrent. Ich freue mich schon auf Schokoladeneis und ich bin ein Schokoladenfan. Also habe ich ja schon gehört, dass vieles Schokoladisches gibt. Und da freue ich mich schon drauf und bin gespannt. Das sind die fränkischen Bodenschätze. Pastinaken, rote Rüben, Sellerie und Karotten kommen in den Bratschlauch und werden mit ein bisschen Butter und Gewürz und einfach nur, dass man schmeckt, wie der Möhre schmeckt. Ganz genau so soll es sein. Beide nichts drin. Salz, Pfeffer, cool. Bisschen Butter. So, wir wollten Butter haben. Haben wir auch geschafft. Und da geht die Silberhaut hier außen rum. Und da hast du jetzt ja nur mal ein wenig rumschneiden können. Das da, das löst sich beim Braten sowieso. Also ich bin sehr, sehr überrascht. Ich bin wirklich sehr überrascht. Welche sportliche Aufgabe, dass sie sich zumuten. Und ich bin auch über das handwerkliche Geschick, das sie jetzt schon vorzeigen, wirklich sehr überrascht. Wir sind im Frühlingserwachen, wir sind im Ostermodus und natürlich auch im Erdbeermodus. Toll. Also vielschichtig selbstgesteckte Tischdekoration? Ja. Wow. Vom Erdbeerhof.
Ich nehme das alles mit in einen Bachlauf, aus dem goldener Wein fließt. Ich habe das Licht dazu genommen und natürlich unsere Frühjahrspracht. Toll. Blühende Schlehe, blühende Äpfelbäume, meist ist auch ein Kastanienbaum dabei. Das ist jetzt eine Birne, weil ich möchte einfach für das blaue Team punkten. Also das Thema war bei mir Lamm und ich habe das also mir so wie eine Wiese so vorgestellt mit Moos und wie jetzt halt die Natur draußen ist, auf Kugel, dass es dekorativ ist. Gänseblümchen passt ja auch dazu, das ist auch was für die Schafe und dann habe ich auch noch ein Lämmchen selber gebastelt. Also ich habe alles selber gemacht, die Kugeln, die Gänseblümchen, einfach so auf Natur. Wenn was gut aussieht, dann ist es das. Momentan ist noch alles gleich auf, aber je weiter die Zeit fortschreitet, desto weiter wird sich sicher das ein oder andere bisschen der Stress ausbreiten. Wir merken schon, die Köpfe werden röder, ne? So ist es, dann breitet sich Stress aus und dann wird man sehen, wer dann weiter vorne ist. Also sind wir noch im Zeitplan? Wir sind, denke ich, gut im Zeitplan. Wir haben ja nichts draufgeschrieben, was gibt Wissens. Da ist man immer im Zeitplan. Also blond darf man sein, aber zu helfen muss man sie wissen. Das stimmt. Das riecht halt einmal geil, oder? Schau mal her. Und rum, gleich rum. Geil, oder? Herrlich. Es ist momentan für mich jetzt nur schwer abzuschätzen, ob sie schon noch in der Zeit, im Zeitlimit sind. Es ist alles noch ein bisschen unübersichtlich. Da läuft es in der Gruppe, da läuft es in der Gruppe. Papa, ich habe geschlagen. Ich habe die Eigelbe hier schaumig geschlagen auf heißem Wasserbad. Wenn die dick cremig geschlagen, ist jetzt so weiß. Ich würde jetzt dann bald aufhören, dass ich kein Rührei bekomme. Vor allem hat die auch eine hervorragende Bindung schon. Du kannst auf Deutsch aufhören. Du kannst aufhören. Da passiert ja nichts mehr. Eine Minute ist es noch und jetzt wird es noch hektischer, hektischer. Der Schützer war halt, weil wir ein bisschen hektisch waren. Ja, wir waren auf dem Punkt fertig und so soll es sein. Uns ist es sehr gut gelungen, denke ich einmal. Also es sind alle Sieger hier, es gibt keinen eindeutigen Sieger. Für mich gibt es keinen klaren Sieger. Das sind alle Sieger, weil sie alle ausgezeichnet gekocht haben. Vom Aperitif beginnen bis hin zur Hauptspeise, was ich bisher genossen habe, sind gleich stark. Zunächst einmal muss ich sagen, hat man heute gesehen, was man aus regionalen Produkten alles machen kann. Kompliment an die drei Kochteams, die das hervorragend gemacht haben. Das Team Gabi Schmidt hat 762 Punkte erreicht. Das Team Renate Xmeier 766 und das Team Ruth Halbritter 766. Ich bin begeistert. Das Niveau extrem hoch, die Kreationen vielfältig und vor allem das Allerwichtigste, es war alles durch die Bank lecker. Und das können wir gerne wiederholen.